Wenn man sagt Foodporn, ne? Das ist sein Vater. Für 6 Konzepte auf einer Straße. Vielleicht. Es ist alles voll hier. Ja. Möchtest du daraus ein Franchise machen? Das ist euer Handwerk. Was investiert man in so einen Laden? Köln, Weidengasse. Ich bin hier neben mir kein geringerer als Salihabe. Eigentlich heißt das nicht Weidengasse, sondern Mangalgasse. Salihabe. Danke. 6 Standorte hier. Wir möchten gleich euch mal diese 6 Standorte zeigen. Diese Straße ist ja alles beieinander. Aber vorher interessiert mich einmal, ich habe ihn auch gerade eben kennengelernt. Der Kontakt ist entstanden durch Metin. Metin ist der kleinere Bruder, ja, 41. Mein Bruder. Auch sehr erfolgreich mit Mangal Döner, mit Lukas Podolski. Aber diese Straße betreibt Salihabe ganz alleine. Respekt erstmal an der Stelle. Danke. Ich weiß ja, wie wir alle angefangen haben, wie schwer das war. Ja, das war ganz schwer mit meinem Bruder zusammen. Wir haben vor 30 Jahren angefangen zu arbeiten. Und das war erst eine, normalerweise vorher noch, mein Vater hatte Bäckerei in der Türkei. Ich war als 7, ich hatte angefangen. Ich musste Grundschule, danach nochmal Bäckerei arbeiten. Wann seid ihr nach Deutschland gekommen? Ich bin 96, mein Bruder 2-3 Jahre vorher. Mein noch Vater, gar nicht so lange ja, da. Ja. Aus Urfa. Mein Vater war hier. Und wann hast du den Laden hier aufgemacht? 2000. War noch der deutsche Markt damals. Die gute deutsche Markt. Ja, war schön. Und ja, wir haben zusammen angefangen. Danach ja, ein paar Laden aufgemacht und 2008 hier Manga-Restaurant. Das ist jetzt auch das Haupthaus. Ja, hier ist Restaurant. Danach Dönerläden und Burger und Lamajun und Mangal Gemüse Kebab. 2019 hat dann dein Bruder sich mit Lukas Podolski, mit einem Systemdöner, ja, Mangal Döner selbstständig gemacht. Richtig. Und du hast dann diese Straße quasi, ja, alleine übernommen. Ja. Ich finde das bemerkenswert, sein Bruder ist auch hier, der Metin habe ich auch kennengelernt, die sitzen da und da sieht man, wie schön das ist, auch wenn man, sage ich mal, strategisch sich trennt, andere Wege geht, Familie bleibt Familie. Ne? Ja, Familie ist anderes. Ist toll. Geld oder Arbeit. Das ist ganz anders. Das finde ich schön an unserer Kultur. Das ist aber mehr in Anatolien so, dass, ja, die Familie zusammenhält. Und ich glaube, euer Erfolg habt ihr euch dazu verdanken, dass ihr zusammen angefangen habt und nicht alleine jeder versucht. Ja. Was war das Schwierigste in deinem Leben? Das Gastronomie allgemein ist schwer. Wir sind in Deutschland. Wir sind gekommen und Sprache, andere Kultur und andere Gesetze und so. Aber wir lieben unsere Arbeit, ja, wir lieben unsere Kunden und deswegen, und jetzt wir leben hier, alles gut. Aber was ist das für ein Gefühl? Macht einen schon stolz, wenn alles voll, ja, ist? Ja, für mich ist das Wichtigste, wenn unsere Kunden zufrieden uns verlassen, das ist das Wichtigste. Ja. Dass andere heute kommt weniger oder sowieso, weniger oder mehr, ist nicht wichtig. Du hast 4 Kinder, ne? Ja. Arbeiten die auch mit oder helfen sie dir? Ja, große, 20 Jahre alt. Im Bürgerland, ja, neuen Bürgerland. Ja, er hilft mir und er studiert dabei und andere noch Jungs. Und, super. Ja, Gott sei Dank. Großen Respekt, Salihabe, was ihr erreicht habt. Genau. Ich würde gerne die Konzepte sehen. Wollen wir mal rausgehen? Gerne. Dann gehen wir mal raus. Alle habe 6 Konzepte auf einer Straße. Hast du ein Problem, ja, mit dem Bürgermeister, Oberbürgermeister? Nee, die lieben uns. Ja? Ja, nächste Woche, die haben Weihnachtsessen bei uns reserviert. Das ist schön, Multikulti. Gerne. Wir sind 60 Jahre in Deutschland, ne, Türken. Deswegen, richtig, zusammen, ja, leben wir. Haben wir dem deutschen Land viel zu verdanken, aber die uns ja auch. Wir haben ja auch ein bisschen mit aufgebaut, ne? Als natürlich, da, unsere Eltern haben angefangen. Richtig, ne? Richtig. Ja, damals war Deutschland auch nicht so, ne? Mein Vater, das war ganz anderes. Wir, ja, sind mit, ja, dem Zug gekommen, sagt, ja, mein Papa. Der hat 3 Tage oben, wo man die Koffer reinlegt, haben, ja, sie ihn, hat er sich hingelegt. Ja, und hat 3-4 Tage hat das, ja, gedauert. Aber Salihabe, du hast einen Vorteil. Du musst ja noch nicht mal mit dem Fahrrad die Läden abklappern. Du kannst zu Fuß, ne? Ja. Also wir haben hier sechs Konzepte innerhalb von 50 Metern. Ja, ja. Also ich wiederhole. Mangal Burger, Mangal Gemüsedöner. Mustafas Gemüsedöner kennen ganz viele von euch. Das nur mit Mangal-Qualität. Komm, Kollege, no problem. Das mit Mangal-Qualität in Köln. Da bin ich so gespannt, ich werde es gleich testen. Dann haben wir hier ein Mangal-klassischer Döner. Dann haben wir das Hauptrestaurant. Gegenüber, Bauphase, kommt ein Baklava-Laden. Ich finde das mega wichtig und mega gut, mal was Süßes. Und ganz, ja, vorne haben wir Lahmacun. Und die klappern wir jetzt ab. Wie lange brauchst du, wenn du die Läden checkst? 5 Minuten? 10 Minuten? Ja, 10 Minuten. 10 Minuten. Das ist aber Lebenszeit, ne? Das ist, ja, gut. Ja, Gott sei Dank. Also, zufrieden.
Und du hast aber noch eins in Düsseldorf. In Düsseldorf auch, ich habe. Ja, mein Bruder sowieso hat mehrere Läden. So. Genau, dein Bruder hat wie viele Läden jetzt mit Lukas Podolski? Weiß ich nicht. Weißt du nicht, ne? Ja. Die sind ja gerade richtig am Expandieren mit Franchising. Ja. Gott sei Dank, wir sind zusammen, wir haben alles super. Familie, Zusammenhalt, gibt Kraft. Am Ende die Kraft, die der eine hat, hat der andere automatisch auch. Heute ist Sonntag, die Straße ist relativ ruhig. Normal ist hier überall alles voll, ne? Gleich, ja. Es gleich. Ist alles voll hier. Ja, gleich. Hammer. Nachbar auch, ne? Hammer, ist Hammer. Paar Straße gegangen. So, wir machen jetzt Mystery Check. Kollege. Merhabalar. Guck mal, der darf nicht fehlen, ne? Der Sucuk Burger. Sucuk Burger, Hammer. Oh. Ja, also. Erinnert mich so ein bisschen an Systemkonzept hier auch. Ja. Ne? Wir haben hier gehört uns das Sucuk und wir haben hier noch nicht geschrieben Steak auch. Wir haben Mangal Steak Burger. Okay. Auch. Ne? Mega. Ja. Alles Mangal Qualität. Alles Mangal Qualität. Wer hat das konzipiert? Warst du das? Ja, ich war mit meinem Sohn zusammen. Wir haben das Konzept. Der Junge will ein System ein bisschen mehr haben. Ja. Ne? Das erinnert mich auch ein bisschen so an Burger King McDonald's vom Aufbau her. Ja, inspirieren lassen. Ja, viele Jungs lieben das und dann mit unserer Qualität. Wir möchten gerne. Möchtest du daraus ein Franchise machen? Gerne. Eine Person, Bei Gemüse unbedingt. Unbedingt. Ja. Das muss ich probieren. Ja. So, Salih Abab, Nummer 1. Ja. Hier Burger. Ist Nummer 2. 2, Baklava. Mangal Baklava kommt. Mangal Baklava. Ist das Franchise oder ist euer Konzept? Ja, unser Konzept. Produziert ihr auch selber? Selbe. Selbe, ja. Also alles selber. Original muss sein. Wenn Mangal Unterschrift, dann muss... Muss original sein. Was investiert man in so einen Laden? Ah. Mit Produktion bist du? Mit Produktion 150. Wenn du jetzt, sagen wir mal, jetzt mal was, da frage ich dich was, ne? Mhm. Wenn du sagst, irgendwann verkaufe ich alle diese Läden, was würdest du dafür haben wollen? Heikle Frage, ne? Kann ich nicht jetzt sagen. Ja, Hammerstraße, alles komprimiert beieinander. Kannst du natürlich auch mit Personal hin und her chinchen. Oh. Hat so viele Vorteile. Bei dem fehlt was, schick mal rüber. Ja, das ist gute Sache. Schon, wenn, ja, ist schon. Sowieso Personal. Ich weiß es ja. Aber jetzt gehen wir zum Gemüse-Kebab. Da bin ich so gespannt. Den kennt man sowieso, Mangal Döner. Ist der besser? Oder ist der von Lukas Podolski und deinem Bruder besser? Ist gleich. Gleiche Qualität. Gleich. Okay, komm mit. Ich finde das mega, übrigens. Alles an einer Straße. Mehr geht nicht. Wir backen selber frisch. Ihr backt hier frisch? Ja. Oh, der sieht gut aus, du. Ja. Der sieht richtig gut aus. Aber guck mal, das Brot kommt hier. Ja. Das Brot kommt direkt aus dem Ofen, ne? Ja. Hammer. Und der ist außen knusprig, innen schön flauschig, weich. Wie viel Kilo ist da drauf? 100 Kilo. Ja. Ist das dein Lieblingskonzept, Salih Abab? Ja, ich möchte gerne das auch Franchise geben. Das als Franchise? Ja, seit 6 Jahren wir machen das und dann viele Nachfrage. Das, was dir lieb ist, ist Joghurtsoße, ne? Unsere Soße auch original nach unserer Art hausgemacht. 20-jährige Erfahrung in dem Bereich. Gott sei Dank. Und das würdet ihr gerne als Franchise geben? Ja. Fleisch liefert ihr dann? Auch. Wenn ihr ein Franchise gibt? Ja. Fleisch, Brot, Soße, das ist wichtig. Das sieht mega aus. Ja. Das macht er quasi, das ist alles schön vorbereitet. Ja. Fleisch würde dann von euch kommen, Brot kommt von euch. Ja. Und du musst eigentlich nur das Geschäft kennen, die Zubereitung, du musst nichts produzieren. Nee, alles von uns kommt. Weil und wenn ich jetzt in Stuttgart bin, dann liefert ihr uns das? Ja, wir haben jetzt das System gemacht. 2-3 Leute, wir haben gesprochen und einen Vorvertrag gemacht. Viele lieben das Gemüse. Und Hähnchenfleisch. Ja. Und das ist ein neuer Trend, so ein bisschen vegetarisch manchen möchten. Wenn du jetzt sagst, Mustafas Gemüse-Kebab, ne? Ja. Das ist ja auch eine Riesenschlange, das ist ja so ein kleiner Container. Ja. Würdest du sagen, geschmacklich ist der genauso gut? Viele sagen, genau. Guck mal, der Kameramann, den läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Ümit, ich bin zuerst dran. Hier Fleisch ein bisschen. Ja. Echt das Wasser im Mund zusammen. Ja. Ja? Ja. Lecker. Abgestanden? Lecker. Und jetzt habe ich ohne Brot gegessen, ne? Mit Brot und dem Knackigen. Und dann drin schön flauschig und dem Gemüse gegrillt. Hast du Baba-mäßig gut gemacht. Danke. Lass ihn schmecken. Mmh. Aber wir haben... Musst du probieren. Und kannst du das in alle Folie einpacken, bitte nicht wegschmeißen. Essen wird nie weggeschmissen. Nee. Nehme ich mit, heute Abend im Hotel esse ich das. Dann danke ich dir 100.000 Mal. Das geht weiter, Leute, kommt mit. Das ist nochmal auch geil.
Also Salih, wenn du irgendwann mal einen Partner brauchst, ich bin jederzeit da. Danke. Du hast, das ist Schlaraffenland, sagen sie. Mal 2 Meter sind wir gelaufen, jetzt sind wir hier. 7-8 Quadratmeter, 120 Kilo Döner, sind 300 Sandwiches, 400. Ja, ungefähr. Machst 400. Du die Platte am Tag? Schön. Ja, ja, Gott sei auf jeden Dank. Fall. Gott ne? sei Dank. Gott sei Dank. Aber 96 ein bisschen günstig. Ja. Oh, jetzt hassen mich wieder die Zuschauer. Aber 97 musst du eigentlich machen. Aber inshallah, ja, kommt. Inshallah, wenn Momente wegen Wirtschaftskrise, wir möchten nicht Kunden auch zu viel stören. Verstehe, verstehe. Ja. Die haben auch Inflation, ja, ne? Ja, nicht nur wir. Nee. Muss man sehen. Hammer. Hi Jungs. Hi. Geht's euch gut? Sehr gut. Hi. Ist euer Chef okay hier? Nein, ich bin sehr gut. Echt? Ist gut? Sehr gut. Sehr Hammer. Macht ihr Brot hier auch selber? Alles selbst. Alles selbst. Also keine Beschiss, nein, alles nein, echt. Nein, ne? Alles. Hammer. Ja. Ofen immer da. Jetzt gehen wir mal Restaurant. Ist noch nicht fertig. Jetzt zeige ich euch einen Originaldöner. Wie heißt dieser Originaldöner, der so waagrecht ist? Jar Kebab. Was ist das Besondere da? Nein, aus Lamm. Aus Lamm. Fleisch auch. Lammpuri. Ich bin Türke und ich kenne das nicht. Weißt du, das hat mit Döner nicht so viel zu tun. Ich esse aber gerne. Komm, das gucken wir uns an. Gerne. Wenn man sagt Food Porn, ne? Das ist sein Vater. Guck dir das mal an. Das ist kein Spaß, ne? In der Türkei kennt man das. Auch nicht überall. Nee. In Deutschland habe ich das zum ersten Mal hier gesehen. Guck dir das an. Das ist Next Generation. Das ist kein Spaß. Nein, das ist aus Lamm und selbstgemachte, jeden Tag frisch. Frisch. Ja, und ist ganz besonderes. Gibt es nicht überall. Und ich sag dir was, ne? Das ist Delikatesse schon. Ja, ne? Delikatesse. Guck mal hier. Guck dir das an. Aber das kannst du nicht Franchise machen. Das ist richtig Handwerk. Das möchtest du auch nicht. Nee. Muss man auch nicht. Nee. Leute müssen hierher kommen, ja, das zu essen. Kann ich ein Stück probieren? Guck dir das an. Lass dir schmecken. So saftig, ne? Ja, echt. Boah. Dazu Pilau, ja. Reis, Joghurt. Ja. Salat. Salat, bitte. Kannst du mir das auch einpacken? Gerne. Hammer. Am 29.30. bin ich wieder hier. Und dann machen wir ein Interview mit Metin, der mit Lukas Podolski die ganzen Dönerläden macht, was verfranchised wird. Und darauf freue ich mich auch. Aber wir haben noch eine Station. Lahmacun. Und da gehen wir jetzt hin. Bitte. Ja. Bevor wir richtig im Restaurant essen gehen, jetzt Lahmacun. Und ich bin schon echt gespannt. Ich habe ihm schon gesagt, mach mal 2 fertig, wir kommen kurz rein. Ist gleich soweit. Wir sind 5 Minuten, wir sind weg. So, Abi. Guck mal hier, da kommt der Teig. Da stehen sie. Das ist jetzt so, zack. Die Deutschen kennen das auch als türkische Pizza, ne? Ja. Ganz schön frisch alles. So, bitteschön, Abi. Das ist Original Urfa. Ja. Mangal-Qualität. Das ist euer Handwerk, ne? Ja. Wahnsinn, Respekt. Wallahi. Oh. Ja. Dankeschön. Bitte schön, Abi Lahmacun ist so lecker. Ja. Aber normal, original hast du gesagt, kommt original, kein Eisberg rein. Ja, kein Eisberg. Was kommt rein? Nur Petersilie, Zitrone. Das aber ich finde das super lecker, ja, trotzdem. Abi, ich danke dir für deine Zeit. Du bist ein Herzensmensch. Gerne. Ich danke dir, dass du ausholen und das nächste Mal drehen wir beim Döner und geben dir Kebab. Gerne, gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.